Hallo, liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So, Freunde, heute auf dem Gabentisch haben wir mal wieder so ein bisschen was Exotischeres, weil nicht so richtig Bier, aber auch so richtig kein Bier oder doch Bier. Und zwar haben wir mal wieder ein Biermischgetränk hier auf dem Gabentisch mit einer ordentlichen Mische und es wurde sich gewünscht und ich kann diesen Wunsch jetzt erfüllen. Ich habe dieses Bier hier bei uns im Rewe Getränkemarkt gefunden, allerdings aus der Dose, nicht aus der Flasche. Und zwar, wir hatten schon einige aus der Brauerei und wir hatten auch schon einige aus diesem Sortiment oder aus dieser Reihe. Und zwar Mixery ist am Start. Mixery Ultimate Original. Da ist es nämlich, also ein originales, ultimatives Mixery mit ja sage und schreibe 6% Umdrehungen, kommt jetzt hier aus der Dose. Ja, was ist da drauf? So ein bisschen Flower Power, so ein bisschen Blumen sehe ich da, Diamanten sehe ich da. Das hat so ein bisschen, ich sag mal wieder ein bisschen ausholen, Freunde. Komm, ich halte es erstmal nochmal rein, dass ihr auch wisst, wovon ich spreche. Guck mal, wenn ihr euch das hier oben so anguckt. An was erinnert euch das? Die Mystery-Freunde unter euch, die werden sofort wahrscheinlich denken, ja, was könnte er denn meinen? Richtig, das Voynich-Manuskript, dieses komische Buch, was keiner lesen kann. Das Voynich-Manuskript und genau so eine Bilder sind ja da auch in diesem Buch drin. Das könnte so davon inspiriert sein, aber nur so viel, nur mal am Rand wieder eine kleine Geschichte nebenbei. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben. Ja, was haben wir denn da überhaupt? Also das ist ein Biermischgetränk. Ja, auf dem Bierkanal sollte auch irgendwas mit Bier zu tun haben. Ne? Und da haben wir 84% Bier drin. Das ist eine komische Zahl, oder? 84% Bier und 16% Erfrischungsgetränk mit Zitronengeschmack. Aha. Also irgendwie Energydrink, sowas in der Richtung. Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst, ich bin kein großer Freund davon. Aber ich erfülle euch diesen Wunsch natürlich und werde es objektiv testen. Aber ich werde das nicht so machen wie die meisten von euch, die sich dieses Bier kaufen, nämlich aus der Dose wegzulöten. Hier ist ein Genusskanal, kein Wirkungstrinkerkanal. Wir sind hier Genusstrinker und aus diesem Grund machen wir das natürlich aus einem professionellen Tastingglas. Dose oben ist schwarz, sieht so aus. Ich mache mal auf. Mal gucken, was uns da erwartet. So, naja, immerhin. Also ich meine 84% Bier, da sollte schon ein bisschen Bieraroma drin sein, oder? Von der Zusammenstellung her stelle ich mir so ein bisschen Radler vor, ehrlich gesagt. Weil Zitrone, ne? Also das könnte jetzt ein kräftiges Radler sein, was da bei Carlsberg rausgehauen worden ist. Carlsberg, Germany, Homburg. So, ich gucke mir das mal an. Ja, gibt sich tatsächlich erstmal als Bier zu erkennen. Das zeige ich euch natürlich auch. So sieht das nämlich aus. Von der Blume her kriegen wir 1,5 bis 2 Fingerbreite Blume raus. Von der Lamellenbildung her, ich würde mal sagen, ist so eine feine bis mittlere Pore, die wir da haben. Und ja, bleibt sogar ein bisschen. Aber gut, bei über 80% Bieranteil ist klar, dass da das im Glas ein bisschen haften bleibt. So von der Farbe her können wir auch schon sehen, wir haben es hier eher mit einem helleren Farbton auf der EBC-Skala zu tun. Das heißt also, ja, ich wüsste jetzt nicht wo, aber ich würde schon ziemlich weit unten ansetzen wollen, weil das ist schon ein bisschen verblasst, das Ganze. Macht nichts. Perlange ist vorhanden, perlt schön gleichmäßig ab, sieht soweit gut aus. Auch hier gibt es erstmal nichts zu kritisieren. Es sieht halt aus wie ein vom Farbton her helleres Bier, was so erstmal in Ordnung ist. Ne? Also es könnte genauso gut ein helles aus Baden-Württemberg sein, so ungefähr. Also das sieht doch erstmal gar nicht mal schlecht aus. Komm, ich gebe 5 von 5, / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, wollen wir mal anschnuppern, mal sehen, was das Bouquet so von sich gibt. Oh. Mhm. Ja, überraschenderweise, es riecht gar nicht nach 84% Bier und ich muss leider auch sagen, es riecht nicht sehr nach Natur. Es riecht tatsächlich eher ein bisschen synthetisch und ich erinnere mich gerade ein bisschen an die 80er Jahre zurück. Ahoi, Brausepulver. So ungefähr. Aber da ist noch irgendwas anderes drin, also nicht nur Ahoi, Brausepulver, sondern vielleicht auch noch ein bisschen Huba Buba und vielleicht auch noch ein bisschen von diesem Wassereis. Vielleicht kennen das die ein oder anderen noch, was so in diesen Schläuchen drin ist. Ja, die seligen 80er, ne? Da kommen sie wieder. Schön Vintage hier. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so ein großer Freund vom Bouquet. Es ist ein sehr selbstbewusstes Bouquet. Es ist deutlich wahrnehmbar. Die Nase nimmt die Aromen sehr, sehr deutlich auf. Es riecht jetzt aber nicht angenehm lecker nach Natur, sondern es riecht schon wirklich eher synthetisch. Und das finde ich jetzt halt ein bisschen, ja, suboptimal. Ich mag es halt nicht. Und es ist halt so, ja. Ich denke mal, wenn man es aus der Dose trinkt, da wirst du da eh nicht eine große Nase nehmen. Die werden das so weglöten. Also die Zielgruppe ist klar.
Deswegen nicht wundern, Freunde, auf diesem Kanal hier ist eine andere Zielgruppe, die wir normalerweise ansprechen. So, aber trotzdem probieren wir es, ihr Lieben, auf euch. Zum Wohle, auf das Bier-Mischgetränk, auf den Genuss. Schmeckt besser, als es riecht. Oh, aber ziemlich trocken, ist ziemlich dry, finde ich. So im Antrunk. Interessant, interessant. Hier müssen wir wieder eine kleine Metapher aufbauen. Aber das machen wir gleich. Erstmal analysieren wir das Ganze. Von den Attributen her, ist das Ganze gemütlich oder dynamisch? Ich würde von dem Aspekt ausgehen, es ist tatsächlich eher ein gemütliches Bier. Du könntest es theoretisch wegexen, das könntest du machen. Dieses Bier ist darauf auch fett vermutlich als Wirkungstrinker ausgelegt. Gehst du aber auf den Genussfaktor ein, empfiehlt es sich tatsächlich schon, ein bisschen Temperatur anziehen zu lassen, weil dann nimmst du immerhin 84% Bier, nimmst du dann schon die ein oder andere Biernuance wahr. Aber jetzt nicht, sage ich mal, groß ausgereift oder so. Ja, das ist ganz klar. Die Kirche müssen wir schon im Dorf lassen. So, was mir aber wirklich auf der Zunge brennt, und das ist ein gutes Stichwort, Zunge, ich will mal eine Metapher aufbauen. Stellt euch mal vor, ihr habt ein typisches Löschpapier auf eurer Zunge oder eure Zunge ist vielleicht sogar das Löschpapier und ihr nehmt die Flüssigkeit auf und die wird sofort aufgesaugt und irgendwie geht in so eine trockene, es wird einfach getrocknet, wie so ein Schwamm, einfach ein trockener Schwamm, der die Feuchtigkeit aufnimmt. Und genau das haben wir hier bei diesem Bier, diesen Effekt, weil es ist wirklich sehr, sehr trocken. Es ist ein sehr, 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 sehr trocken betontes Bier, Mischgetränk, haben wir so auch noch nie gehabt. Finde ich ziemlich interessant. Also es ist jetzt nicht so dieses Freshness, dieses Wow, das ist so, ja, also irgendwie wirklich so, boah, das möchtest du am liebsten sofort wegexen oder so, sondern hier hast du wirklich so eine, ja, so eine Trockenheit, ja, die hier erzeugt worden ist. Das finde ich ziemlich spannend. Das ist schon irgendwie bei so einem Biermischgetränk eigentlich nicht so, ne, zu erwarten. Also alles andere von Mixery war so, glaube ich, auch nicht. Da hatten wir durchaus gute gehabt, ne? Ja, das geht alles so da drin auf, ne? Das ist so, alles so geht, also alles findet so in diesem, an diesem Point, so in diesem Punkt, geht alles rein so, zu diesem Trockenen hinten raus. Und im Abgang merkst du es auch ganz besonders, weil da bleibt nicht mehr viel hängen. Das ist sofort weg. Das ist so, zack, du schluckst es runter und dann ist es weg. Ja, da kommt jetzt nicht mehr viel hoch, auch mit der Speichelneuproduktion oder so, da wird jetzt nicht irgendwelche Nachhall, wie sagt man so, ja, Nachhalleigenschaften oder so, ja, mit auf die Zunge gelegt, das ist einfach weg. Das ist so wie ob du gar nichts getrunken hast. Ne? Also sehr eigenartig, ehrlich gesagt. Ja, was soll ich dazu sagen, Freunde? Es ist ein sehr spezielles Bier. Ich würde es ganz gerne wieder als Bier-Cocktail kategorisieren. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das geht in die oder in die Richtung, weil da gibt es einfach zu viele unterschiedliche, gerade auch von Mixery. Und ich würde es ganz gerne so einordnen wollen. Das ist so richtig schön Bier-Cocktail, eher Zielgruppe, jüngere Leute und irgendwie, so weiß ich nicht, so Party oder so. Setting, Event, sowas in diese Richtung. Schön gut gekühlt, kannst auch gerne noch Eiswürfel mit reinballern oder so. Von mir aus auch aus der Flasche oder aus der Dose, das ist surreal dann. Das kannst du machen. Aber so für einen gepflegten Bierabend im entsprechenden Etablissement, das würde ich eher abraten. Da haut dir die Kundschaft ab. Das würde ich dann eher nicht machen. Wie wollen wir es bewerten? Ich möchte es gerne durchschnittlich bewerten. Es ist solide. Du kannst es trinken. Ist sicherlich im Sommer auch erfrischend. Brezelt bestimmt auf der Party auch gut weg. Tut kein weder Ding. Das kannst du machen. Ich gebe einen Durchschnitt. Das ist ein absolutes Durchschnittsbier. Finde ich gut. 3 von 5/6 möglichen Punkten. Das ist mir wert. Das war es gewesen mit diesem Biertest. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersüffler.